Oh, Izzy, dieses Outfit sieht gar nicht mal so übel aus. Ich muss schon sagen, das steht uns. Oh, yeah. Guck mal, was ich übrigens heute dabei habe. Ich habe heute nicht nur meine Steaks dabei, sondern ich habe tatsächlich heute auch ein Steak-Schwert dabei. Ist doch ein Holzschwert, oder? Nein, das ist tatsächlich ein Schwert aus Steak. Das kannst du tatsächlich sogar essen, wenn du Hunger hast. Das ist ein bisschen crazy. Das ist mega witzig. Ich bleib bei meinem Karottenschwert. Stimmt, du hast ein Karottenschwert. Ja. Oh mein Gott, abgefahren. Cool, das heißt also, immer wenn ich Hunger habe, kann ich dann wahrscheinlich mein eigenes Schwert essen. Ja, mal gucken, stimmt, ob das aber was machst du denn bei Monstern? Was ich bei Monstern mache? Ich weiß nicht. Ich glaube, bei Monstern werde ich es dann, ich werde sie das aufessen lassen und sie dann damit sozusagen ablenken oder stimmt, so. Stimmt, ablenken oder egal, ja, auf jeden Fall, Izzy, wir müssen jetzt erstmal unser kleines, wie soll ich das sagen, unser kleines Schulprojekt jetzt endlich starten. Ich weiß nicht, warum der Lehrer das gemacht hat, aber wir müssen tatsächlich heute auf dem Friedhof arbeiten. Mhm. Das ist so eine komische Sache. Irgendwie wollte ich noch nie auf dem Friedhof arbeiten, aber ich glaube sogar, das ist sogar hier, direkt bei diesem komischen Kirchturm da. Und irgendwie haben wir uns auch nicht die beste Arbeitszeit ausgesucht, weil es ist nämlich kurz vor Mitternacht. Ja. Und das ist eine ganz, naja, egal. Ey, was wir tun müssen, müssen wir halt eben tun. Wollen wir einfach mal klopfen gehen? Ja, ich würde mal klopfen. Warte mal. Okay. Ding, ding, kling, kling, hallo. Uhu. Ist da keine Klingel? Oh. Guten Tag. Hi. Seid ihr die beiden, die einen Tag bei uns wegen eines Projektes arbeiten müssen? Ja, wegen dem Schulprojekt. Wie sollen wir sie nennen? Sie haben sich ja gar nicht vorgestellt, wissen Sie? Das ist Izzy und ich bin Roman. Hi, und wir sind diejenigen, die heute hier arbeiten werden, genau. Wie heißen Sie denn? Schöne Frisur haben Sie übrigens. Ja, stimmt. Ich habe keinen Namen. Jedoch sieht man mich mal hier und mal dort. Ich werfe auf alles ein Auge, also seid gewarnt. Izzy, ich habe das Gefühl, der Typ ist ganz schön komisch. Auf jeden Fall. Aber sei nicht so laut, das hört er noch. Ja, stimmt eigentlich. Okay, jedenfalls, Sie sind ein echt netter Kerl. Okay, alles klar. Was können wir denn jetzt machen? Ich glaube, wir müssen ihm folgen. Er ist einfach so losgegangen. Will ihm nicht folgen. Oh, schöne Kirche haben Sie hier. Ja, ja, Kirchen sind sehr vertrauenserweckend. Hallo. So, ach so, hier ist schon der Friedhof, ja? Oh, okay. Ah, toll. Friedhöfe sind doch was Tolles. Verschönert die Gräber mit den Blumen aus der Kiste. Und anschließend könnt ihr euch allgemein hier ein wenig umschauen und den Friedhof pflegen. Der hat einen sehr monotonen Ton drauf, der Typ. Alles klar, wir bedanken uns bei Ihnen. Aber was können wir eigentlich machen und woher kriegen wir eigentlich die Kiste? Wissen Sie, wie ich meine? Wir würden dann vielleicht noch gerne die Kiste irgendwie wissen, wo die ist. Vergesst aber nicht die Blumen mit Wasser und... Hallo, er hat Sie was gefragt. Wieso hat er dich nicht gehört? Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Hä? Izzy? Oh mein Gott, das ist creepy. Roman, ey, ich hau hier ab, wirklich. Jadonski left the game? Was denn? Wer ist Jadonski? Ich hab keine Ahnung. Izzy, wir sind hier nur... Was? Das ist so gruselig. Oh Gott. Jadonski? Wer ist Jadonski? Izzy, das ist mega gruselig gerade. Ja, Mann. Oh, oh. Das auch nicht. Okay. Ein Jadonski hat gerade den Server verlassen. Dabei sind eigentlich nur Izzy... Jadonski left the game. Hä? Was? Izzy, wir sind nur zu zweit auf dem Server. Und es war noch nie jemand anderes auf dem Server namens Jadonski. Ich weiß doch gar nicht, wer das ist. Okay. Oh, ich habe die Kiste, glaube ich, gefunden. Guck mal. Und hier sind übrigens ein paar Gräser. Okay. Lass einfach mal. Ja, Jadonski. Izzy, das ist echt abgefahren. Wir sind eigentlich alleine auf dem... Es fängt an zu regnen. Alles klar. Okay. Oh nein. Nimm schnell die Sachen aus der Kiste. Lass mal hier ein paar kleine... Oh, voll cool. Hier sind auch Rüstungen. Hey, lass mal... Hose. Lass mal ein paar Rüstungen auch mit anziehen, ne? Hier, Goldapfel. Willst du das? Ich nehme das Double Bladed Sword. Noch mehr Blumen. Ja, nimm ruhig. Ich habe schon eins. Irgendwie... Noch mehr Blumen. Irgendwie gefällt mir diese 24-Stunden-Arbeit hier nicht so sehr. Weißt du, ich finde das total toll. Ah, eine Leiche. Nein. Guck mal da an der Ecke. Ja, lass mal hier lieber ein paar Blümchen platzieren. Ja, bitte. Und immerhin. Hier sind irgendwelche verdorrten Dinger. Oh, guck mal. Izzy, ich finde das hier irgendwie überhaupt nicht geheuer, warum hier ein Jadonski zweimal den Server verlassen hat, obwohl wir nur zu zweit hier drauf sind. Aber jetzt müssten wir ja hoffentlich alleine sein hier auf dem Server. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendjemand ist oder so. Ich verstehe nicht, warum das hier ist, ja. Brauchst du noch irgendwas zum... Ey, wir haben hier auch zwei Goldäpfel. Willst du einen Goldapfel haben? Ich hab schon Goldapfel genommen. Ah, du hast ich hab sogar, schon einen. Ah, hier ist sogar die Gießkanne gewesen. Oh Gott. Was denn? Guck bitte mal nach da. Nein. Hey, ist das ein Monster, oder? Ey, Izzy, was ist denn das für einer? Oh, oh. Alter, der kommt ja näher. Komm raus, meine Kinder. Komm raus, meine Kinder. Ich möchte doch bloß spielen. Hallo? Alter, Izzy, komm hier hoch. Mach die Tür zu. Geh die Treppe hoch. Ah, nein, der ist komm hoch. Oh Gott, ich komme.
Izzy, beeil dich. Ich weiß doch, dass ihr hier seid. Kommt raus. Izzy, seit wann können diese Zombie-Typen mit mir sprechen? Oh mein Gott, der ist da unten. Er ist an uns vorbeigelaufen. Wir müssen weg hier. Izzy, ich komme hier nicht durch. Oh mein Gott, ich muss diesen Block hier abbauen. Ich komme hier nicht durch. Ich habe eine Überraschung für euch. Izzy, da unten das Fenster. Komm mit. Ja, okay, ich bin da. Leute, bleibt stehen. Ich will euch nur helfen. Izzy, Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Komm hier, Nein, lass mit. Komm hier mit. Okay, ich bin da. Der ist hier gewesen. Er ist nicht mehr da. Oh, das ist er gar nicht. Oh. Was macht ihr hier? Hi. Wir wollten eigentlich gerade fliehen, weil uns nämlich gerade ein Monster angegriffen hat. Außerdem, wo ist Jedonski? Wer ist Jedonski? Kann mir mal bitte jemand sagen, wer Jedonski ist? Hör auf, so einen Schwachsinn zu reden. Was? Ihr habt eure Vereinbarung nicht eingehalten und werdet somit bestraft. Was für bestraft? Oh, ich sehe, mich greifen hier Monster an. Oh mein Gott. Wo machst du hier mal deine Rüstung an? Ich muss mir echt meine... Ich esse jetzt erstmal einen goldenen Apfel. Rüstung anziehen, alles klar. Okay. Oh Gott, Izzy. Was? Hier sind überall Monster. Nein. Oh, Alter, was ist denn hier los? Skeletons! Was? Ihr seid Skelette? Das gibt's ja gar nicht. Oh Mann! Hey, du komischer Typ da oben. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott. Guck mal, die sind jetzt alle Geister geworden. Oh mein Gott, die... Noch ein Skelett. Was? Die Skelette, die bauen sich selber ab und werden zum Leben wieder erwachen. Ich hab gerade gesehen, wie das Skelett zum Leben erwacht ist. Guck mal, hier unten. Nein. Oh mein Gott, da unten lag wirklich gerade noch eins drin. Nein, das gibt's doch gar nicht. Der hat gerade eben die Zombies und Skelette zum Leben erweckt, Izzy. Alter. Der das ist doch nicht normal. Im Leben, Alter. Das ist doch das Abgefahrenste. Und hier sind die ganzen Seelen von denen. Ja. Abgefahren, Alter. Yo, richtig krass. Das ist eine echt krasse Sache. Okay, können wir jetzt bitte gehen, Roman? Ich will hier Izzy, nicht mehr länger rumhängen. Ich würde sagen, wir sollten gehen. Lass uns abhauen, gehen. Okay? Das ist eine... Oh nein, er kommt wieder. Hey, hör zu, wir haben keine Lust mehr auf deine Spielchen. Oh, ihr habt meine beschwerten Kreaturen besiegt. Dann muss ich jetzt wohl ran. Was für... Du musst jetzt ran. Hör mal ganz genau zu, Junge. Wir sind jetzt hier vorbei. Wir haben... Oh! Was? Oh mein Gott, der hat sich in so eine komische Frau verwandelt. Die greift uns jetzt an auf einmal. Yo. Alter, die macht richtig viel Schaden, Izzy. Ich esse jetzt nochmal kurz einen goldenen Apfel. Oh mein Gott, die beschwert so komische Typen. Was ist das? Oh mein Gott, die beschwert so komisch Geiseln oder sowas. Oh mein Gott. Alter, was ist denn? Der hat sich in so einen Blutvampir oder sowas verwandelt. Ich werde sie mit meinem Steakschwert angreifen. Okay. Nimm das Stift. Oh mein Gott, ich bin fast tot, Izzy. Ich bin fast tot. Ich brauche deine Hilfe. Oh mein Gott. Ich hab sie. Hast du sie? Ich hab sie. Oh mein Gott. Die ist tot. Die Fledermaus. Meinst du, die gehört dazu? Das ist sie. Oh, sie ist geflüchtet. Sie ist geflüchtet, ja. Oh nein. Oh mein Gott, aber wir haben überlebt. Alter. Izzy, das war gerade das Komischste, was ich jemals benutzt habe. Lass mal hier rausgehen. Ja, bitte lass abhauen. Bitte lass gehen, ja. Alter. Ey, was ist denn da jetzt gerade passiert? Oh Gott. Warte mal, was ist mit diesem komischen Typen? Wo ist der geblieben? Ja, keine Ahnung. Das war eine echt komische Geschichte gerade. Glaubst du, wir haben... Hey, guck mal, ich kann jetzt allerdings... Guck mal, mein Schwert. Yum. Ich hab's aufgegessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist gerade ein Villager gelaufen. Ja, aber... Böser Villager? Ich weiß es nicht, was das war. Oh, ich hoffe mal, das ist hier vorbei. Da ist wieder einer gelaufen. Da ist noch einer. Hey, der läuft hier die ganze Zeit entlang. Immer und immer wieder. Izzy, lass mal hier versuchen, ganz langsam aus der Misere rauszukommen. Ja, ich würde auch ganz langsam aus dem Dorf. Ja, der ist schon dunkel. Guck mal, da ist ein schwarzer Villager dabei. Sie müssen ganz dringend von hier weg. Ja, so schnell wie möglich. Ich hoffe, dieses Monster wird uns nicht weiterhin verfolgen oder so. Wohin wollen wir? Wollen wir nach... Komm, lass mal hier zur wie heißt das nochmal? Windmühle gehen. Zur Mühle. Oh, guck mal, es hört auf zu regnen. Es hört auf zu regnen. Oh, hoffentlich wird es jetzt auch bald Tag, Izzy. Oh Gott. Ja, stimmt. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, muss ich sagen, dass dieser Typ uns immer noch hier ein bisschen verfolgt. Dieser Kampf gerade eben war ja gerade richtig, richtig stressig. Aber so wie es aussieht, wird es, glaube ich, demnächst Tag werden. Oh. Es wird... Oh mein Gott, Izzy. Ja. Hier ist es richtig dunkel. Es ist überhaupt so dunkel. Nichts. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott, Izzy. Gott. Irgendwas fasst mich am Fuß an. Was? Nein, mein Spaß, ich habe nichts, was mich am Fuß anfasst. Oh. Aber es ist wirklich ganz schön dunkel. Hast du eine eine Fackel oder sowas dabei? Alter, ich sehe ja gar nichts. Oh Gott, warte, ich guck kurz. Du siehst mich, wo siehst du mich denn? Hi, ich bin hier. Eine Fackel, hallo. Alter, es ist so
dunkel ist sie. Okay, ja, Leute, ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal hier in diesem Feld verstecken, uns erstmal hier hinlegen oder sowas und erstmal eine Runde schlafen oder so. Das ist ja das Dunkelste und Komischste, was sie jemals gemacht haben. Wir werden wahrscheinlich nie wieder auf so einen komischen Friedhof gehen. Oh Gott, sowas dürfen wir nie wieder machen, Izzy. Nein. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!